Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Train. Und es geht weiter. Und ja moin, grüß euch. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Was hat der Flexi denn hier gemacht in der Vergangenheit? Lasst doch mal gucken. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, wo ich gespielt habe. Und ich sehe schon, was er mir übrig gelassen hat. Das ist ganz toll. Er hat das Inventar aufgeräumt, ja. Er hat... er ist aber ganz nett. Essen und Trinken vorbereitet. Wir haben eine Kiste im Inventar. Wir haben Munition. Das ist sehr schön. Eigentlich sind wir so gut wie ready. Ich würde mir eine Panzerplatte mal eben holen. Haben wir die überhaupt noch? Hat Flexi noch eine Panzerplatte für uns hergestellt? Nein, hat er nicht. Das, er hat die Container benannt. Ach ja, stimmt, da war ja was. Da muss ich mir eben mal eben eine herstellen. Hat er überhaupt Scrap Metal gesammelt? Oh ja, zwei Container sind voll. Alter Schwede. Was hat er denn hier? Alter Falter, okay. Pass up. Ich würde sagen, ich stelle mal eben Waren her. Zwei Stück. Und dann bauen wir uns mal eben Schutzplatten. An der Workbench 1. Workbench 2 können wir so eigentlich noch nicht gebrauchen. Also klar, wir können natürlich Schrauben und so ein Kram herstellen, aber wir brauchen es aktuell noch nicht. Ich schätze, das wird alles damit kommen, wenn wir den Zug richtig ausbauen können. Ich war ja am Überlegen, ob wir die Steam Engine mal bauen. Das Problem ist, ich weiß aus dem Kopf nicht, was wir dafür brauchen, weil das funktioniert, glaube ich, ja nur in der... was mache ich denn hier? Im Depot. Ne? So, alles ist nachgeladen, das ist sehr schön. Klick-klack, klick-klack. Wir können Munition bauen, ne? Hatte ich gesehen gehabt. Ich bin überlegen, ob ich ein bisschen was baue an Munition. So. Wir brauchen dafür... Ich glaube, Powder brauchten wir dafür, ne? Oder? Da, genau. Powder und einen Barren. Was brauchen wir für Powder? Das grüne Fläschchen und einmal Holz. Einmal Holz haben wir auf Tash, ne? Aber ich würde jetzt nicht unvorbereitet da reingehen in die Runde. Haben wir das grüne Zeug noch? Nein. Können wir aber herstellen. Wir brauchen, glaube ich, ein... War das ein für eine Flasche oder war das zwei? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Zwei, natürlich. Es macht ja auch Sinn. So, bei ihm würde ich nochmal mitnehmen. Unser neuer Freund Friedhelm sammelt besser wie... wie hieß der andere denn nochmal? Ich hab's vergessen. So, zack. So, dann haben wir zwei. Dann lass mal eben im Laboratorium die Unstable Chemikalie bauen. Und dann brauchen wir noch einen Barren, ne? Wir brauchen noch zweimal Scrap Metal. Natürlich die ewige Last, wie immer. Zwei. Nehme ich mit. So. Heißt also, ich stelle mal einen Barren her. Und dann können wir nämlich jetzt gleich Powder holen oder herstellen. Und dann können wir quasi, ja, Munition bauen. So, Powder war hier, ne? Ja. Moment, wir brauchen für Powder ja noch mehr, ne? Haben wir ja. Genau. So, Munition. Stell mal her, bitte. Sehr schön. Ich düse mal weiter so lange. Hier kommen ja auch noch Ressourcen, die wir noch ein bisschen einsammeln sollten. Das dauert ja erstmal ein bisschen, bis die kommen, ne? Wir können noch ein paar Ringe herstellen, fällt mir gerade auf. Damit wir drüben auch wieder ein bisschen was sammeln können. So, warte mal, wie nutze ich das denn? Use. Ja, wir haben 128, 148 Schuss. Das ist sehr schön. Das feiere ich ein bisschen. So, die wollen ja an die Kiste, ne? Haben sie ja gesagt, immer. Ja, dann geben wir die Kiste. Die geben wir denen die Kiste natürlich nicht. Wieso sammle ich eigentlich schon wieder Zink ein? Und Holz. Wir haben genug Holz eigentlich. Oh, warte mal. Halt, stopp.
Gleis 2 wieder in... Kommt gleich wieder der ICE eingefahren. Auf Gleis 2. So. Dann... Ja, Scrap Metal. Ja, sehr schön. Wenn die Musik umschlägt, dann bin ich sofort ready. Ich springe sofort rüber zu denen. Weil ich habe keinen Bock, dass sie auf unseren Zug schießen. Da ist ja nichts hinter, ne? Ich hoffe. Oh, Scrap Metal. Halt, stopp. Uah. Das wird nicht mehr lange dauern, bis die jetzt gleich kommen. Die Musik ist jetzt noch sehr fröhlich. Ich bin so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, fröhlich, fröhlich. Den werden wir es zeigen mit unserer geilen Knarre, die quasi die Köpfe zum Platzen bringt. Mir ist das gar nicht aufgefallen beim letzten Mal so richtig. So, die müssen eigentlich jetzt gleich aufschlagen. Da drüben ist auch noch Stuff. Jede Menge sogar. Die Ringe aber nicht bei, ne? Haben wir noch welche rumfliegen? Danke. Ja, 8 Stück. Wie kann ich denn switchen? Ah, so, okay, alles klar. So, bevor die nämlich jetzt hier aufschlagen. Wie Holz haben wir denn? Oh, wir haben schon wieder fast voll die Tash, ne? Und das Problem ist, wir haben die Holzkisten voll. Oh nein. Okay, aber lass mal Scrap Metal schon mal abladen. Dann haben wir das. Nahrung? Ja. Was sagt Wort? Oh, wir sollten Essen trinken, ne? Ich sieh's gerade. Ich würde tatsächlich auch direkt nochmal was herstellen, wenn wir schon einmal dabei sind. Dann können wir hier Holz nochmal ein bisschen rein, please, dann. Und ich esse da mal eben was. Hier so ein leckeres Steak. Und hiervon. So, Alter, der hat aber auch einen Kohlendampf, ne? Leco funny. Durst hat er auch. Müssen auf jeden Fall was herstellen. So, warte mal. Holz. So. Dann lass mal gucken. Also, Moment. Essen kommt hier rein. Sortieren wir mal wieder. Ich dachte, die wären jetzt schon da. Aber okay, die lassen sich ein bisschen Zeit. Dann ist das gut für uns. Da unten ist noch Zink drin. Genau, Holz können wir dann... Okay, dann haben wir jetzt eigentlich im Prinzip wieder soweit ein bisschen Ruhe. Dann können wir nämlich hier nochmal ein bisschen looten. Ich bin so verwöhnt, dass ich gar nicht mehr E drücke zum Pickup. Ich bin so verwöhnt mit diesem Greifhaken hier, dass ich gar nicht mehr einsehe, hier Pickup zu drücken. Oh, habe ich nicht mitgenommen? Hallo? So, jetzt aber. Essen, ja. Holz, ja, will ich nicht haben. Wir haben genug Holz. Was passiert, wenn ich mich da hinschlängel? Kommen die dann? Ich hoffe nicht. Okay. Ich muss zurück zum Train. Ich will Holz gar nicht mitnehmen. Ich meine, wenn wir was braten, was kochen, dann ist das ja ganz gut. Dann können wir das ja nutzen. Würde das auch direkt mal machen. So, lass mal schauen. Wir können ja wieder ein bisschen Food herstellen, ne? Warte mal. Wir haben hier auch noch was drin. Dann stelle ich das hier auch direkt mal her. Dann können wir nämlich das Holz da auch wieder reinpfeffern. So, nein. Andere Kiste hier oben, bitte. Ah, wir müssen... Nein, wir müssen ihn noch upgraden, ne? Sehe ich gerade. Die Vorratskiste für Essen. Oder für, beziehungsweise für Trinken. Das sind die einzigen beiden hier, die Vorratskisten, die noch nicht geupgradet sind. Können wir gleich nochmal Trinken herstellen. Wir haben noch ein Eis. Ich weiß gar nicht, kriegen wir damit irgendwas hin? Oh, ja. Kriegen wir mit einem Eis irgendwas hin? 1 von 2? Nein, kriegen wir nicht. Okay. Pass auf, dann nicht. So. Ach, guck mal. Essen haben wir auch genug da. Dann lass mal Scrap Metal füllen. Sehr schön. Wir kriegen die Kisten so langsam voll. Zink packe ich auch mal eben weg.
Und dann würde ich sagen, packe ich die Ringe mal eben schnell, oder? Ach komm, scheiß drauf. Die werden ja jetzt sowieso gleich kommen, sobald wir weiter düsen. Ist das Scrap Metal? Nein, das ist Holz. Scheiß drauf. Scheiß auf Holz. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, kriegen wir nicht. So. Ja. Dann spawnen sie. Ich warte auf sie. Auf die Gangster. Die Gangster sind wieder da. Halt, stopp. Ich muss mal eben kurz gucken. Essen. Holz lasse ich liegen. Da bin ich jetzt mal so abgehoben. Aber trinken und essen würde ich gerne mitnehmen. Weil ganz ehrlich, was könnte schöner sein, als wie die Kisten voll mit Essen und Trinken zu haben? Natürlich ist das Holz. Da drüben sehe ich noch kein Scrap Metal. Da könnte Scrap Metal sein. Warte auf den Moment, wo das gleich passiert. So, jetzt habe ich das mal getan. Ich habe es getan. Ich habe E gedrückt. Ja, habe ich. So. Okay, das alle. Das andere ist alles ein bisschen weiter. Schön, dass wir hier so ein Schild haben, ne? Ich hoffe, das könnten wir hier drum machen, ne? Ein bisschen weiter demnächst, dass wir da auch quasi ein bisschen Schutz haben. Ich hoffe, das schützt auch. Das kann nicht mehr lange dauern. Da ist Eis. Habe ich total übersehen, da auch. Noch sind sie nicht da. Halt, stopp. Eis nehme ich mit. So, dann hier drüben. Haben wir Scrap Metal. Nice. Dann nochmal hier für trinken. Chemikalien, sehr geil. Also langsam füllen sich die Kisten, ne? Finde ich gut. Bin ich ein Freund von. Feier ich ein bisschen. Oh, warte mal, was ist da oben? Ist das Scrap Metal? Nein, aber da ist Eis. Und Chemikalien. Hä, wieso komme ich so weit rüber? Ach so. Weil das näher am Dings dran ist. Da unten ist Essen, da komme ich so noch nicht dran, ne? Nee. Würde ich aber vielleicht einfach mal liegen lassen. Ich denke, das wird jetzt gleich passieren. Ich denke, jetzt die nächste Runde, die wir fahren, wird es jetzt sein. Ich habe keine Lust, dass sie uns die Kisten zerschießen und alles. Ja. Es geht los. Ich warte schon auf euch. Na? Eigentlich geile Idee jetzt da drüber mit dem Dings, ne? Weil dann schießen die ja nach hier. Komme ich da hin? Ah, Mist, komme ich nicht dran, ne? Doch. Kommen die? Ja, sie sind auf dem Weg. Geil. Haben wir hier Schutz eigentlich? Könnte man hier einfach so stehen bleiben? Ich würde gerne hier dran. Danke. Lade nach. Bumm. Oh, Moment. Hey, wo will er denn hin? Aua. Hey, was machen die da? Oh, ich habe keine Muni mehr. Warte mal eben. Lade nach! Munition. Sehr geil. Ich lade nach. Waren das alle? Waren das schon alle? Oh, das waren schon alle. Oh, Gott sei Dank. Ich use mal die Platte. Gott sei Dank. Alter Schwede. Inventory full. Was? Wie kann das voll sein? Okay. Hallo. Da gehen die einfach bei uns drauf. Was ist denn mit denen?
Not enough space. Ja, ist alles ganz toll. Ich lade mal eben aus. Alter, die Munition hat mal gar nicht gereicht, ne? Das ist ja ganz miese Tour. Aber das haben wir ganz gut geregelt, finde ich. Also das haben wir sehr, sehr gut geregelt. So, die Token haben wir auch schon irgendwo rumfliegen. Wir gehen gleich looten drüben. Huch. Okay. Die Token hatten wir irgendwo hier, ne? Da. Da können wir eigentlich auch die... Ah, die Ringe. Ah, die Ringe würde ich, glaube ich, hier oben reinpacken. Erstmal wieder. Waffenteile. Holz. Ja, dieses Holz, ne? Das Holz müllt uns alles voll. Und Chemikalien haben wir jetzt auch voll, oder? Nee, noch nicht. Wir müssen zusehen, dass wir das Holz irgendwie loswerden. Und natürlich kriegen wir wieder Holz. Ich weiß gar nicht, wie viel wir von den Jungs haben können. So, Essen. Sehr geil. Ja, da gibt's einiges zu looten. Da schwebt eine Waffe. So, die Kiste ist auch voll. Sehr schön. Ach, hier sind ja noch Barren drin. Ach, guck mal einer an. Da können wir den Barren da hinten ja rausnehmen. Der war... Wo hab ich ihn reingetan? Da. Dann können wir den hier oben nämlich reintun. Und so langsam werden, wie gesagt, die Scrap Metal... Der ist auch schon voll fast, ne? Ne, nicht ganz. Aber der ist voll. Geil. Cool. Wird so langsam. Aber wir müssen ja unten noch weitermachen, ne? Und unten ist ja auch noch Scrap Metal gedacht. Angedacht. Also, ja. Dann würde ich nämlich da unten weitermachen und da oben vielleicht die Barren einfach drin lassen. Das Holz. Ganz ehrlich. Change. Pack jetzt erstmal hier rein. Ich packe jetzt erstmal hier rein. So. Und dann haben wir da erstmal was drin und wir haben immer noch... Alter, das ist so... Hier sind noch Waffenteile. Noch mehr Waffenteile. Alter, Flexi, was ist mit dir? Flexi sammelt Waffenteile. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben noch eine gute Waffe. Das Einzige, was halt ist, ist das Problem, dass wir... Ja, nicht genug Munition immer haben. So, was gibt's denn hier sonst noch Schönes? Abgesehen von der schwebenden Waffe da oben. Die ich auch erstmal da lassen würde. Biegt ja nicht weg. So. War, glaube ich, eine gute Idee, von der Seite anzugreifen. Tatsächlich. Damit haben die, glaube ich, gar nicht gerechnet. Oh, ein Token. Da können wir wieder Slotter spielen. So, das haben wir gepickupt. Pickup, der Pickup. So, da liegt wieder ein Waffenteil. Sehr schön. Ich frage mich, was das hier ist. Das ist doch einfach nur Deko, oder? Sandsäcke zum Schutz. Ja, ich lasse die Waffen liegen, ganz ehrlich. Ich, not enough space. Ja, wir haben jetzt schon... Was ist das denn? Ach, ein leichtes Magazin, okay. Was ist denn das? Das sieht aus wie ein Visier. Könnte aber auch ein Griff sein. Hier liegt auch noch eine Waffe. Ja, Moment. Wir haben wieder Barren. Sehr geil, Alter. Barren umsonst. Nehme ich. Barren umsonst nehme ich auf jeden Fall. So, wir haben noch einen Kohle-Chunk. Wir haben noch ein bisschen Chemikalie. Wir haben wieder ein Token. Wir haben 5 Token. Wir können richtig Slotter spielen. Geil, freue ich mich. Da kriegen wir ja auch Ressourcen. So, nachgeladen ist. Ja, warte. Die Weste packe ich mal erstmal wieder da hinten ran. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Also das Schutzschild. Das hatten wir... Wo hatten wir das denn drin? War das hier? Oder hatte ich das hier drin? Weil es Silber ist, packe ich das rein. Weil das einfach Silber ist. So, nehme ich mal mit. Den Pain Flapper. Geiler Name für eine Waffe. Pain Flapper. Ich flapper dich gleich mal. Spürst du mein Flapper Pain? So. Alter, wir haben so viel Holz. Ne? Wir brauchen kein Holz mehr sammeln. Wir könnten theoretischerweise die Kiste hier erweitern und die unten auch, weil wir gerade so viel haben. Problem ist halt, wir müssen dann wieder Scrap Metal. Ich meine, wir haben ein bisschen Scrap Metal, so ist es nicht. So, das war's. Scheiß auf die Waffen, ganz ehrlich. Wir sammeln jetzt noch alles, was wir kriegen können, abgesehen von Holz. Essen und Trinken nehme ich auf jeden Fall mit. Können wir nämlich gleich nochmal ein bisschen was brutzeln. Ja, Zink von mir ist auch.
Scrap Metal. Chemikalie haben wir fast voll. Da drüben Scrap Metal? Ja, da drüben Scrap Metal. Moment. Ah, ich habe die Ringe nicht mehr im Inventar, ne? Eieieiei. Das ist ja wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Flixi hat wieder nichts mitgenommen. So, Chemikalie sortiere ich direkt aus. Das Problem ist halt, dass uns das Holz alles zumüllt. Und wir nicht, warte mal, haben wir noch... Hier würde ich, glaube ich, die Kohle reinpacken. Weil die ja, wir brauchen die ja hier zum Brennen. Jo, nehme ich mit. Danke. Wood. Haben wir ja nicht genug von. Dann lass mal eben schon mal ein bisschen was zu trinken herstellen, oder? Würde ich sagen. Warte. So. Trinken. Guck mal, drei Stück. Holz knallen wir da voll. Und let's go. So, dann würde ich da drüben einmal hinschludern. Und dann sammeln wir mal ein, den ganzen Gedöns, den ganzen Kappes. Da essen nämlich auch mit. Was für Arme haben wir? Zink? Ja, einen haben wir genug von. Aber ich weiß ja nicht, was nachher Dings kostet. Wie gesagt, Wände bauen und so ein Kram, wenn das alles kommt. Deswegen würde ich mal ein bisschen mehr auf ein bisschen mehr mitnehmen. Mehr kann ja nicht schaden. Mehr. Da kommen wir nicht dran, ne? Okay. Ich gehe mal zurück zum Train. So, dann fahren wir mal weiter. Natürlich pennt er. Fridolin! Fridolin! Das Holz, ne? Nicht, dass ich irgendwas übersehe.